Willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr zu Teil 2 Pulled Pork eingeschaltet habt. Ich möchte euch jetzt zeigen, die Zubereitung im Zaubermeister. Hier ist mein Stück Pulled Pork. Das hat jetzt 1,5 Tage, war das am Marinieren, mit dem selbstgemachten Rub, den ich ja für euch verfilmt habe. Und ich habe es ja noch mit dieser speziellen Injection bearbeitet. Das hatte ich mir, ich will nicht sagen antrainiert, aber ich hatte das halt ganz oft gesehen, dass das viele machen. Und jetzt möchte ich das vorbereiten für den Zaubermeister. Den Zaubermeister habe ich eingefettet. Ich weiß nicht, ob es im Zaubermeister funktioniert. Und ich muss auch dazu sagen, ich weiß auch nicht, ob es in einem Breta funktioniert. Das ist jetzt natürlich hier die Version für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, das Ganze in einem Smoker herzustellen. Jetzt lasst mich hier mal kurz rummuddeln. Ist natürlich etwas feucht, dadurch, dass ich diese Injection hier reingegeben habe. Oh, sieht aber, das riecht wunderbar. Das entfaltet schon richtig so sein Aroma. Ich glaube, ich muss mir mal Handschuhe anziehen. Das ist besser. Sekündchen. Na? Mann! Ein bisschen nass meine Hand. Geht das nicht so gut, ne? Ich bin ja nicht Dr. Chivago. Oh, Moment. Sag mal. Können wir nochmal extra Filmchen machen? Wie ziehe ich Handschuhe an? So. Also. Nehme ich dieses wunderschöne Stück und lege es hier in den Zaubermeister. Oh, füllt den auch gut aus. Ohne Scheiß, dieser Rub schmeckt wirklich schon super lecker. So, jetzt fülle ich das noch auf mit einem 1/2 Liter Apfelsaft. So Quatsch. Anders. Ich mache da jetzt ein bisschen Apfelsaft rein, aber noch nicht einen ganzen 1/2 Liter. Ich weiß nicht. Das wird, wie soll ich das sagen? Ich habe mir ganz viele Videos dazu angeguckt. Überall wird das unterschiedlich gemacht. Die einen machen das, die anderen machen es nicht. Eigentlich soll es ja im eigenen Saft garen. Ach egal, komm. Ich knall hier jetzt einen 1/2 Liter Apfelsaft drauf. So. Verschließe ich den gleich bei 150 Grad für 8 Stunden in den Ofen und dann lassen wir uns überraschen. Also bis gleich. So, jetzt haben wir den Zaubermeister rausgeholt. 7,5 Stunden, 7,45. Jetzt öffne ich mal den Deckel. Das sieht sehr gut aus. Sud ist zwar noch da, könnt ihr ja wohl auch sehen ein bisschen. Foto kommt ja noch, aber nicht mehr allzu viel. Und bevor ich jetzt das Fleisch raushole, werde ich erstmal den Sud umgießen. Den Sud habe ich jetzt hier erstmal umgegossen. Ich lasse es mir nicht nehmen, den trotzdem einmal zu probieren. Lecker und scharf. Irgendwie alles. Daraus mache ich jetzt gleich noch eine Soße. Jetzt wird das erstmal gleich. Ich habe jetzt keine Pulled Pork Gabeln. Ich zerrupfe das so jetzt mit der Gabel. Ich hole euch aber noch mal runter. Ich möchte, dass ihr das seht. Ich habe euch jetzt nah rangeholt. Ja. Ich werde jetzt einfach mal hier ziehen. Das ist ein Geruch, das glaubt ihr gar nicht. Ohne Scheiß, das sieht sehr gut aus. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll mit dem Rupfen. Oh, das ist Wahnsinn. So, guckt mal. Könnt ihr das erkennen? Das kann man glaube ich nicht sehen. Doch jetzt, das ist ganz zart.
Und beim Pulled Pork geht es ja darum, dass man einmal so längliche Fleischfasern reißt. Je länger, desto besser. Guck mal, da kannst du auch genau sehen, wo ich gespritzt habe. Hier, seht ihr das? Da ist der Rub. So, jetzt, ich zerreiß das jetzt mal. Ich werde jetzt mal hier hardcore-mäßig zuschlagen. Oh, das sieht toll aus. Könnt ihr wirklich hier richtig, ich muss das mal hochholen für euch, könnt ihr hier richtig erkennen, wo ich gespritzt habe. Hier sieht man richtig den Rub. Oh, ohne Scheiß, ich drehe durch. Guck mal, wie lang die Fleischfasern sind. Ja, aber hallo. Wenn das jetzt noch schmeckt, dann raste ich ganz aus. Das ist toll. Das ist jetzt sehr gut zerrissen mit ganz langen Fasern, mit kurzen Fasern. Ich habe ja das volle Programm gemacht, habe das nochmal umgedreht. Das sieht super aus. Ich werde das jetzt mal ohne Soße probieren. Das ist super lecker, wirklich. So, jetzt hole ich den Rest für die Soße. Ich mag das ganz gerne, wenn das Pulled Pork so in der Soße drin ist und so sehr saftig. Wollte ich eben auch. Mmh. Mmh. Es ist jetzt schon sehr, sehr saftig, sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt hier den Sud und ich werde den jetzt auch noch ein bisschen mit diesem Barbecue von Jack Daniels. Das mag ich sehr gerne. Das werde ich jetzt erstmal als erstes hier mit rübergeben, ein bisschen. Das wird nämlich gleich noch so schön einziehen. Ich wollte das nur einmal hier ein bisschen. Das ist schon. Oh, dieser Geruch. Das ist ja. Das ist ja schon. Wie sagt man denn das? Das ist einfach Wahnsinn. Das zieht auch so weg. Wollen wir mal probieren. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Alternative. Ich hätte, würde ich eine ganze Pulle draufkippen. Ach, ich glaube, ich habe noch die andere. Mhm. Die muss ich aber mal kurz probieren. Hat den Christian erst mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das jetzt die ist, die ich mochte. Mhm. Mhm. Sweet and tangy, delicious honey barbecue. Die nehme ich jetzt. Gebe ich da auch noch ein bisschen Ruff. Und ich gebe jetzt noch mal die Hälfte von dem Sud rein, weil ich möchte halt, dass es aufgesogen wird vom Fleisch. Es soll noch mal richtig intensiv diese Aromen jetzt aufnehmen. Ich werde verrückt. Also ganz ehrlich, wenn ihr das nachmacht, kauft wirklich ein großes Stück, haut euch den Zaubermeister voll, es ist super. Und das sehe ich jetzt schon. Jetzt habe ich hier die Hälfte vom Sud reingegeben und die andere Soße. Und das, kann ich das mal hochhalten? Das zieht richtig schön weg. Das wird richtig vom Fleisch aufgenommen. Guck mal unten. Seht ihr das? Da ist kaum noch Soße jetzt. Es ist alles vom Fleisch richtig inhaliert worden, hätte ich fast gesagt. Und das macht ihr jetzt, bis ihr so den Level habt, wie ihr es gerne möchtet. Ein bisschen Soße nehme ich noch. Dass es wirklich schön reingeht. Genau die Soßemenge schreibe ich in einen Moment. Ihr könnt eine Barbecue-Soße nach eurem Favoriten bestimmen. Boah, das ist Granate. Das ist Granate. Das ist wirklich super lecker. Super, super lecker. Ich bin begeistert. Ich mache jetzt den Deckel drauf. Muss man jetzt noch einen Moment warm stellen.
weil ich muss jetzt noch die Buns machen. Und dann präsentiere ich euch am Schluss den fertigen Burger. Hier ist jetzt mein Pulled Pork. Oh, ich habe das schon so lange drauf. Mm. Das ist so saftig. Die Buns, muss ich Slava echt mal loben, die sind der Hammer. Slava, geiles Rezept. Mal abbeißen hier. Mm. Super soft. Und dieses Pulled Pork müsst ihr euch jetzt so ein bisschen eher süßlich vorstellen. Und ich persönlich finde, ich hätte mit der Schärfe noch ein bisschen mehr hantieren können. Für mich hätte es noch ein bisschen mehr Schmackofatz haben können. Aber sehr, sehr, sehr lecker. Also das werden wir jetzt genießen. Mm. Das Einzige, was ich mal zu einem sagen muss, ob Pulled Pork, ob die Buns, das ist eine Sache, die müsst ihr vorbereiten. Weil ihr merkt, das ist ja nichts mit mal ganz schnell essen. Pulled Pork hat gedauert 8 Stunden. Dann die Buns, die müssen ja ein paar Mal ruhen. Und da sollte man das doch schon ein bisschen einplanen. Es ist sehr lecker, das Fleisch. Es ist eine Pulled Pork Art. Ganz wichtig, eine Art von Pulled Pork. Natürlich ist ein anderes Pulled Pork, ich sag mal richtig vom Grill, das ist was anderes. Es ist rauchiger. Ja, ich meine, jetzt könnte man natürlich hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr Rauchsalz dazu geben oder ein Liquid. Und ich hätte vielleicht auch noch mal das mit Senf einreiben können. Auch eine schöne Idee. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die konnte ich nicht heute alle aufzählen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Vor allen Dingen auch diese Buns. Super empfehlenswert. Schaut mal auf Slavas Seite. Ich verlinke euch alles. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Thermosternchen.